Professor Josef Hegger ist bei uns. Er ist Bauingenieur und Brückenfachmann an der Technischen Hochschule in Aachen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gestern früh kam diese Nachricht des Brückeneinsturzes in Dresden. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ja, große Katastrophe. Und dass es so plötzlich passiert, das war nicht zu erwarten. Warum war das nicht zu erwarten? Weil wir in Deutschland die Brücken sehr sorgfältig überwachen. Wir haben ein enges System. Alle drei Jahre gibt es Brückenprüfungen. Und dann wird nach Schäden gesucht. Und wenn dann eben Schäden aufgetreten sind, werden weitere Untersuchungen durchgeführt. Also ein sehr sicheres System. Und dieses System hat aber auch ergeben, dass wir sehr, sehr viele tausende sanierungsbedürftige Brücken in Deutschland haben. Hat der Anwohner aus dem Beitrag, den wir gerade gesehen haben, recht, dass er sagt, wir haben jahrzehntelang zu wenig gemacht, um diese Brücken dann auch anzupassen an den immer schwereren und immer stärkeren Verkehr? Ja, der hat vollkommen recht. Also diese Brücken, wir haben die Hälfte der Brücken sind älter als 50, 60 Jahre. Die sind gebaut worden für andere Verkehrsbelastungen, also leichtere LKWs und für viel weniger Überfahrten. Die Transportleistung auf unseren Straßen hat sich seit den 70er Jahren verzehnfacht. Und das heißt, die Brücken müssen jetzt Lasten ertragen, für die sie gar nicht bemessen waren. Das ist klar. Heißt das, dass man diese Brücken sanieren kann, verstärken kann? Oder müsste man eigentlich sehr viele Brücken dann völlig neu konstruieren und bauen? Ja, es gibt die Möglichkeit des Verstärkens. Das setzt natürlich auch voraus, dass man da genügend Geld für hat. Und das Programm läuft ja schon seit 10, 15 Jahren in großem Umfang. Aber man müsste diese Anstrengungen deutlich verstärken, verdreifachen, vervierfachen. Sie selber haben sich bemüht, Brücken zu bauen oder Brücken zu konstruieren, die dann billiger und schneller gebaut werden können. Wir können uns mal ein Video anschauen von einer Firma, mit der Sie zusammengearbeitet haben. Das ist eine sogenannte Modulbrücke. Was ist das Besondere daran? Im Augenblick werden in Deutschland Brücken vor Ort hergestellt, in Ortbeton. Das dauert im Regelfall bei kleinen Brücken selbst 1 bis 2 Jahre. Und das Ziel dieses Brückenbausystems ist, eine Brücke einschließlich Abbruch der alten Brücke innerhalb von 3 Monaten umzusetzen. Und das funktioniert? Haben Sie das schon mal ausprobiert? Ja, diese Firma Nessler hat davon bisher 3 Prototypen gebaut. Es gibt eine Firma Heidkamp, die hat eben mehrere Brücken gebaut. Eine Firma Echterhoff, Firma Bögel. Es gibt bestimmt 10 bis 15 Prototypen in Deutschland. Es gibt Prototypen, aber man hat es noch nicht in der Praxis in großen Autobahnprojekten oder Straßenbauprojekten gemacht? Deutschland ist, ich sage mal, überreguliert. Wir haben viele Vorschriften, die man einhalten muss. Und im Bauwesen ist das besonders schlimm. Und bevor eine Neuerung im Bauwesen sich eingesetzt hat und eben allgemein verfügbar und anwendbar ist, vergehen meistens 10 bis 15 Jahre. Und wenn das Verkehrsministerium mutiger wäre und schneller diese Bauweise fördern würde, könnten wir das sofort einsetzen. Technisch ist es ausgereift. Kann man damit prinzipiell jede Brücke ersetzen oder geht das nur für bestimmte mögliche? Also dieses modulare Brückensystem, dass diese Firmen, das gibt 5, 6 Firmen in Deutschland, die das können, die sind ausgelegt bis Spannweiten 50 Meter. Das ist die klassische Brücke über die Autobahn. Und es ist eben die Autobahnbrücke über eine Landstraße, die dann vielleicht eine Spannweite hat von 20, 25 Meter. Das wäre also eine Möglichkeit, wenn man mal an die Hochschulen guckt, was es da für Entwicklungen gibt. Springen wir noch einmal kurz nach Dresden zurück. Glauben Sie, dass man die Carola-Brücke in Dresden retten kann? Also ich denke, der Brückenteil, der jetzt eingestürzt ist und auch die angrenzenden Felder, die werden komplett erneuert werden. Und die Teile der Brücke, die noch stehen, die Fahrbahnen? Die waren ja schon saniert worden. Ja. Ich denke mal, die wird man auch noch jetzt einer zusätzlichen Prüfung unterziehen. Und wenn vielleicht sich herausstellt, dass da Materialien verwendet wurden, die nicht dauerhaft sind, dann wird man wahrscheinlich auch diese Brücken in absehbarer Zeit ersetzen werden müssen. Also keine guten Nachrichten für Dresden. Professor Josef Hegger von der Technischen Hochschule in Aachen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Dankeschön.